bei wem bringen Sie einen solchen Putz, egal ob jetzt Tee, Kaffee, Heu, bei wem bringen Sie solchen Putz an die Wände? Im Prinzip für Privatkunden, für Hotels, für Gastronomie, okay. Stimmt, für genau. Firmenprojekte. Es gibt immer mehr Arbeitswelten, wo die Menschen, ich meine, man verbringt über ein Drittel seiner Wachzeit in der Arbeit, wenn man ja. nur durchschnittlich arbeitet, geschweige denn extra viel. Und diese immer weißen Wände, das ist nicht mehr zielführend. Ja. Es wird auch immer bekannter, dass es nicht stimuliert nur nicht gesund ist. Stimuliert wahrscheinlich auch ein bisschen, oder? Genau, ja. stimuliert sehr. Also mit diesen Sachen wecken wir die Erinnerung in den Leuten wieder. Zum Beispiel, wenn man Früchtetee bei der Oma getrunken hat. Oder all diese Dinge, die einen innerlich zum Strahlen bringen. Und das erhöht die Motivation. Man wird produktiver, man wird leistungsfähiger. Auch das Teamklima wird viel ausgeglichener. Das berichten uns unsere Kunden immer wieder. Dass sie das tatsächlich auch sehen und sie sehen es auch in den Zahlen, weil die Mitarbeiter weniger krank werden. Das heißt, sie sparen letztendlich Kosten mit dieser Wand.